Wie nehmen das die Kinder auf? Also Tom und der Wolf habe ich ja vorgelesen bei Kindern, wenn ich so Malkurse gemacht habe oder Vorlesetage. Und ja, sie sitzen total fasziniert an meinen Lippen, kann man sagen, hängen sie den Mund offen, die Augen weit offen und leben diese Geschichte tatsächlich intensiv in diesem Augenblick mit. Und das ist so faszinierend. Sie fühlen das, sie spüren das. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das mit ihnen durch Bücher auslebt, weil durch diese Protagonisten oder durch diese Geschichte erleben sie etwas, ohne es wirklich durchleben zu müssen und können bereits daraus lernen und sich vorbereiten, sollte ihnen so etwas passieren im Leben. Ganz wichtig, Bücher sind ganz wichtig, genau für diese Sache. Ja, lest den Kindern diese Bücher vor und am besten kauft sie bei mir im Shop. Was mache ich mit dem Geld? Diese Bücher sind bereits bezahlt und sind schon gemacht, aber ich schreibe dann einfach ein neues mit diesem Geld und habe wieder die Gelder da für Drucker, für Lektor oder für irgendwelche Sachen, Malsachen, damit ich wieder Titelbilder und Bilder malen kann. Also es wird wieder investiert. Es ist für mich immer nur nach wie vor das Zu für die Kinder, das Additive für die Kinder. Würde mich freuen, wenn da eins bestellen. Und schenkt es weiter und schenkt den Kindern bitte Zeit. Zeit mit euch, wo ihr vorlesen und gemeinsam lesen. Später werden sie dann selber lesen. Benefit für alle.